gucken wir mal, ob wir das beibehalten können. Ich spiele eigentlich nicht mehr mit Warriors Triumph. Ich spiele eigentlich mit Zed, aber okay. Was soll das denn für ein Schrott? Das ist wiederum ziemlich cool. Aber so unglaublich nutzlos. Okay. Uns bleibt ja keine andere Wahl. Wir müssen das so machen. Ja. Keine Karte aktiviert werden. Oh mein Gott, wir kriegen Schaden. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? So. Als allererstes zerstören wir diese Karte. Danach spielen wir Spalt. Danach setzen wir das hier in den Verteidigungsmodus. Also viel hat er uns ja nicht diesmal gegeben. Der Zufallgenerator. Aber wir werden damit schon zurechtkommen. So sein. Ich habe da genug Angriffsmonster drin. Ich würde auch gerne mal eins ziehen. Du bist kein Angriffsmonster. Du bist zwar cool, aber kein Angriffsmonster. Und das ist schlecht. Das ist viel schlechter. Kreatur dann zurück auf die Hand schicken. Kannst du behalten. Was ich halt fies finde, ist, dass der Gegner weiß, wie viele Verteidigungspunkte unsere Kreatur hat. Er weiß es einfach. Kümmert euch nicht drum, dass ich weiß, woher er es weiß, aber er weiß es. So, wir schmeißen mal Tatze ab. Zisch. Aufzuflippen. Dich wieder zu holen. Und Matatza wieder zu beschwören. Oh mein Gott. Ey, ich muss hier richtig mit Logik und so ganz Quatsch hier dran gehen. So. Battlefields. Damit wir gleich nicht allzu viel Schaden angelöken, hauen wir damit das kaputt. What the? Hallo? Warum bist du gerade nicht da umgegangen? Kann im Kampf nicht besiegt werden. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Scheiße. Shit, 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 shit. What the? Was zur geht hier? Das kann nicht. Ich glaub's nicht. Autsch. Das läuft schief. Also er spielt hauptsächlich. Er spielt eigentlich nur mit Waterpon, spielt nur nicht mit Lichtmonstern. Und wie man sieht, sehr effektiv. So. Dich benutze ich jetzt. Dich abzulegen. Dich zu zerstören. Dich wieder zu beschwören. Dich zu aktivieren und Matatza wieder zu machen. Genau. Das klingt doch alles nach einem Plan. Und das ist down. Das heißt, da kann ich auch. Also. Bei Yu-Gi-Oh! War es bei mir immer so. Es ging bis zum Ende. Es wurde wirklich bis zum Ende gefightet. Jeder Kampf wurde bis zum Ende durchgehalten. Das nervt mich.
Jetzt bräuchte ich eine Handkarte. Shit. Okay, das ist jetzt wiederum verloren. Das können wir nicht mehr gewinnen. Weil ich habe kein Monster drin. Ich kann schon Pokémon sagen, mein Gott. Oh. Dann kriegen wir 1000 Leben. Beschwören. Und aktivieren. Du wirst vernichtet. Tut mir leid, aber okay. Handface. Das ist knapp und doof. Okay, du hast mir jetzt alle von denen raus. Ich habe sonst nichts drin. Okay. 300 Schaden. Yay. Marshmallow. Richtig heftig. Yay, Gerfried. Gerfried ist eine relativ schöne Karte, weil sie nicht weggeklaut werden kann. Und war damals zu Anfangszeiten von Yu-Gi-Oh! War zu Anfangszeiten von Yu-Gi-Oh! Sehr, sehr stark, weil er für 4 Sterne 1800 Bit brachte. Am Ende, da wo dieses Punkt jetzt spielt, also in dem Moment, wo dieses Game hier rauskam, ungefähr auf dem eine Edition später habe ich aufgehört, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Also ich habe verdammt lange Yu-Gi-Oh! Gespielt. Bin danach auf Magic umgestiegen. Aber, bevor hier die letzte Edition, also diese Regeländerung rauskam, dass man bestimmte Karten nicht mehr benutzen durfte, wie Regiki und so weiter, hatte ich ein Deck. Und dieses Deck war, hey, Lebensmittel. Nicht nur sehr stark, es war auch... Es hat Spaß gemacht. Und ich werde 2 Decks hier bauen. Und zwar einmal halt das Deck, wie ich es geplant habe. Weil es saustark ist und auch gegen die meisten Gegner sehr, sehr viel hilft. Wobei ich glaube, ich dafür das verkehrte Anfang genommen habe. Egal. Jetzt haben wir verloren. So viel zu Waterpon. Jetzt haben wir noch ein Wetter. Jo, und das kann nicht immer alles gut laufen. Aber das Deck, wie ich es geplant habe, das habe ich so mir im Textdokument auf dem Rechner gespeichert. Du verlierst. 36 Stück. Und probieren wir mal die weiße Magierin Piku. Freunde aus dem magischen Land. Boah, wie geil. Freunde aus magischen Land. Immer schon tolles. Ja, ihr werdet es dann sehen. Ich werde gleich hier auch cutten. Das werden so 2-3 Videos sein, wenn ich vertan. Oder vielleicht 1. Ich werde dann offscreen einiges trainieren. Was trainieren hier so viel heißt, wie ich werde verdammt nochmal so oft gegen diese Dinger hier antreten. Die will ich auch noch viermal haben. Ich werde gegen diese Dinger verdammt nochmal so oft antreten, bis ich sie geschlagen habe. Und zwar jeweils 10-mal. Und werde mir dann aus den Erwonnenen was holen. Naja, das sehen wir dann. Wie genau ich das mache. Aber ich werde es... Oh, die will ich auch haben. Die hatte ich damals auch im Deck. Injektionsphilili. Ich mochte die so sehr. Die war so cool. Und wenn du angreifst, werde ich dir den hast du hier 2000 Schaden. Und mir machst du 1200 Schaden. Danach wirst du dir 400 Schaden. Danach werde ich dir entfernen. Oder ich warte und mach dir mehr Schaden. Okay, das klingt nach einem Plan. Ich warte und mach dir da mehr Schaden. Ja, die beiden Decks, die Strategien werdet ihr dann sehen. Was diese Decks dann machen. Aber alles in allem ist es
sehr, sehr leicht zu erraten. Zumindest wenn man mich kennt. Was ihr aus dieser Zeit nicht tut, da habe ich weder Let's Play noch war ich sonst irgendwo. Ich hatte, glaube ich, noch nicht mal Internet. Und ja, ich habe sehr spät Internet bekommen. Du zahlst jetzt. Schaden. Ja. Hau mir mal raus. Ich habe so viele Deckideen und ich werde euch wahrscheinlich auch noch zuspammen mit Deckideen, die ich damals alle gespielt habe. Ich habe damals so viel gespielt. Und ich weiß, euch wird es nicht interessieren, aber es ist mir sowas von egal. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich werde euch die einfach nur die Deckideen zeigen und euch damit zuspammen. Ich werde immer mal wieder so ein paar Duelle damit machen. Damit ihr seht, wie die laufen und so weiter. Aber das Spiel an für sich wurde damals einfach nur gemacht, weil man irgendwas brauchte. Weil man irgendwas brauchte, um die Spieler, die nicht mit den Karten spielen wollen, sondern halt auf dem Gameboy zum Beispiel spielen, irgendwie bei Lust und Laune zu halten. Und deswegen hat man hier ein Tournament genommen. Und hat halt dieses Tournament gebaut. Und hat halt gesagt, hier, ihr spielt online. Also, nicht online, ihr spielt auf dem Gameboy. Und dann verlinken wir euch und ihr macht immer Duelle gegeneinander. Und diese Duelle wurden dann... Ja, da wurde richtig heftig gebattelt. Und da wurden auch richtig große Tournaments und wirklich World Championships ausgetragen. Aber man durfte eben nur mit diesen aktuellen Spielen. Man durfte also nicht irgendwie das von letztem Jahr nehmen, sondern man musste immer das neueste Yu-Gi-Oh! Dann haben. Das war was, was mich immer sehr, sehr angekotzt hat. Das war auch der Grund, warum ich mir nie wirklich damals geholt habe und damals anguckt habe. Heute wäre das anders. Heute hätte ich auch das Geld dafür. Aber heute spiele ich es nicht mehr. Außer jetzt gerade. Waren lustige Zeiten damals. Ich meine, ich vermisse sie nicht. Dass ich damals so süchtig nach Yu-Gi-Oh! War, nee, das vermisse ich, weiß Gott nicht, das ist... Vorbei ist vorbei. Aber, ich weiß nicht. Dieses freie Kindliche, was man damals halt noch hatte, das war schön. Das war richtig cool. Das vermisse ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich dieses Spiel ausgewählt habe, jetzt zum Spielen. Einfach nur der alten Zeiten wegen, weil ich muss halt zugeben, dass ich damals Yu-Gi-Oh! gesuchtet hab und damals halt mit 15 so kleinen 12-jährigen Kindern die Karten aus den Taschen gesogen hab. Das war halt so. Und der erste Kontakt, den ich mit Yu-Gi-Oh! Hatte, war sowieso, weil irgendwie unsere Mieter die Kinder auf einmal Karten gekriegt hatten und bla. Vorher kannte ich das überhaupt nicht. So, haben wir das noch kaputt? Kaputt! Und ich werde hier das auch nicht täglich hochladen. Ich werde hiervon immer so Parts, ein Part pro Mittwoch. Ich habe im Moment ja sonntags Dragon Blade umlaufen, was kein Schwein sehen will, aber es ist trotzdem cool. Und kann man das hier nicht einstellen? Unser Status, zeig unseren Status. Ja, 0%, 0%, 0%, 0%. Ach du Scheiße, was ein Riesenpasswort. Okay. Naja, egal. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich ein bisschen trainiert habe, ein bisschen gespielt habe, offscreen und mir ein paar Karten besorgt habe. Dann würde ich sagen, euer Black Seed. Ciao, ciao.